Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia The Complete Journey für den PC. Im letzten Part haben wir unser erstes Rorschach-Bild selber erstellt. Yay! Und gehen damit jetzt mal zu Boso und lassen uns mal erzählen, was der da so sieht. Hey Boso, mein Bester. Hey Boso! Was siehst du hier? Was erkennst du auf diesem Bild hier? Lass mich doch bitte, bitte! Ah! Ja? Das ist ja furchtbar! Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig eine zauberhafte Funkelelfe. Mann, du bist ja wirklich total gestört. Tja. Das ist, ne? Das ist nicht so toll. Mal gucken, ob wir damit schon irgendwas anfangen können. Mit der Reaktion. Ich glaube zwar nicht, aber hey. Mal gucken. Hey, was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Patienten. Jetzt sind... Ich glaube, Sie... Ach, herrje. Ja, komm. Schon wieder? Na gut. Es geht hier eigentlich nicht um mich, sondern um meinen Freund. Sind Sie sich da ganz sicher? Kann es nicht klar sein, dass es hier doch vorrangig um Sie geht? Das ist keine Schande, wissen Sie? Boah, Sie sind gut. Die anderen tun nämlich immer so, als wäre das irgendwie verwerflich oder so. Wollen wir noch einmal... Sie wollen den... Diesmal... Also... Was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Tja. Das, Elysium. Tja. Kommen wir also. Ne? Was erkennen Sie hier? Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Ach, interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so degoutiert reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja. Ganz sicher. Ich habe ganz dolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Komm schon. Ein Bild haben wir ja noch. Tja. Das ist ein Bild. Und Sie sind... Schade. Zwischenzeitlich dachte ich, Sie würden das hier ernst nehmen. Ich brauche also wirklich schade. Alle drei Rorschach-Bilder, ja. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt an die anderen ran? Wie kann ich jetzt hier noch zwei weitere Rorschach-Bilder erstellen? Tja. Hey, Barry. Diesen Abdruck eines feuerspeienden Drachen habe ich in der Kanalisation gemacht. Wirklich? Ich finde, es sieht eher aus wie eine Glitzerelfe. Nun, es war ein Mini-Kree-Drache. Oh. Jo. Okay, hilft mir aber trotzdem nicht weiter auf der Suche nach den anderen Rorschach-Bildern. Schade. Und es hilft mir auch nicht weiter, wenn es darum geht, wenn es darum geht, das Irk hierher zu kriegen. Tja. Es heißt, man habe ein kleiner. Es heißt aber ein kleiner. Nee. Also bei die. Auch nicht. Und das kann ich erst kombinieren, wenn auf dem Antragsformular irgendwas draufsteht, logischerweise. Tja. Kriege ich hier... Ich habe offenbar gar nichts dabei, was ich ihm in die Nase stecken könnte. Ich sollte meine... Nicht. Hier vielleicht... Ich brauche ihn nicht zu... Solange er mich nicht bemerkt hat, geht von ihm keine Gefahr aus. Glück gehabt, Organon. Ja, ne?
Ich brauche ihn. Schade eigentlich. Kann ich mich wieder entsperren lassen? Nee. Mist. Das hätte Rufus verdient. Naja. Ja. Problem ist jetzt halt wirklich, wie soll ich das Irrchen hier hochkriegen? Komisch, komisch. Komisch, komisch. So, Moment. Vielleicht kann ich dem hier ja, das fertige Rohrschachtbild zeigen. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch! Und dann kriege ich irgendwas draus. Ich kenne da einen fabelhaften Therapeuten. Uns geht es gut, Rufus. Wenn ihr euch euer Leid nicht eingesteht, dann kann man euch nicht helfen. Eben. Mann. Ihr seid doch doof. Ich habe es nicht nötig, Beweise zu fälschen. Immerhin stehe ich ja nicht vor Gericht. Ich habe es nicht immerhin. Ja, ja. Ich habe es immer. Ich habe es. Ja, bla bla. Aber natürlich. Wenn man die Spitze eines Papierfliegers mit einem Gewicht beschwert, fliegt er weiter. Ich wusste doch, dass ich meine jahrelange Karriere als Falschparker irgendwann bezahlt machen würde. Okay. Moment. Dann, ups. Dann könnte theoretisch. Sekunde, Sekunde. Ich bin hier zur Laterne. So. Kann ich. Wenn ich den jetzt hier rauswerfe. Nee. Macht er nicht. Mist. Aber Moment, Moment, natürlich. Natürlich, wir geben den dem Rufus hier. So, und werfen den beschwerten Flyer. Aus dem Flyer könnte ich einen prima Papierflieger bauen. Andererseits könnten die Informationen darauf irgendjemandem das Leben erleichtern. Vielleicht finde ich ja einen Weg, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Wie bei meinem selbstgebauten Massagesessel. Die Schleudersitzfunktion lasse ich diesmal aber lieber weg. Komm schon! Och, Menno. Ich wollte damit jetzt eigentlich, mit dem Flyer das Irk hier nach oben bringen. Mist. Auch nicht funktioniert. Sonst noch irgendwas hier? Nee. Das ist doof. Hier ist doch viel Platz zum Schlafen. Hier? Wir stehen bis zum Hals im Wasser. Wie? Auch noch Ansprüche stellen, oder was? Kein Wunder, dass eure Eltern euch auch... Tja. Na gut. Dann, hier am Nachtlager. Ihr guckt mal. So, Rotzis. Schlafenszeit. Aber es ist dunkel und kalt. Bittchen Angst. Oh, ey. Meckerkatze24.de. Ja, ja. Ich bezweifle irgendwie, dass es dadurch auch nur ein Boso gemütlicher wird. Was ist ein Boso, Herr Rufus? Es ist eine Skala, die Wissenschaftler wie ich benutzen, um zu messen, wie gemütlich etwas ist. Ah ja. Ab 10 Boso eignet sich ein Platz zum Schlafen. Und wie misst man das? Oh, das ist schwierig. Aber als Richtwert lässt sich sagen, dass ein Boso etwa minus einer Pommes in der Nase entspricht. Okay. Was zum Teufel? Na gut. Tja. Schade, dass Strom nicht in lustigen Farben geliefert wird. Tja. Dann würde man immer gleich sehen, wenn welcher fließt. Und man müsste sich das nicht mühsam ertasten. Richtig. Mühsam ertasten ist halt immer so das Problematische.
Na, da habe ich mir was... Hey, Rusty! So, Rotzis, aber es ist von Kitsch. Boah, Meckerka... Ja, ja, bla bla. Okay. Und Goalie? Ja, ist das gleiche. Mist. Hey! Was sehen Sie auf diesem Bild hier? Keine Ahnung. Ich habe meine Legende. Ja. Och, Menno. Noch mal. Wofür brauche ich? Ich muss gehen. Das war doch Moment. Das war, wie gesagt. Gott zum. Tja. Welches tragische Schicksal hat die. Es ist kalt. Es gibt sogar. Karma. Tja. Was erkennst du auf diesem Bild? Das bin ich, wie ich meine Mutter erwürge. Ja, jetzt sehe ich's auch. Hier sind ihre Ohren, hier ihre Schnauze und das ist dann wohl der Schwanz. Ja. Ich mag vielleicht dafür... Gibt ihr die Show? Nee, okay. Mit solchen Typen kann ich... Da passiert auch nichts weiter. Ich habe es nicht nötig, immerhin steht. Wie kriegen wir hier jetzt das Zeug weiter? Ach, das ist doch blöd. Das ist doch doof. Ist echt blöd. Fällt mir nicht. Fällt mir gerade echt nicht. Also ich sag's mal so, Orget, Onigam, wenn einer von euch einen nützlichen Hinweis hat, was man hier jetzt so noch tun könnte, dann wäre ich dem nicht abgeneigt. Weil, ha. Irgendwie... Irgendwie sehe ich's gerade nicht. Natürlich. So einfach. So einfach, ne? Natürlich, die brauchen doch ein Emblem. Und so ein Rorschach-Bild eignet sich doch super als Squad-Emblem. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Hey, Bambi. Guck mal hier. Ich habe das richtige Motiv für eure Einheit gefunden. Hier. Hey, das ist gar nicht schlecht. Das sieht irgendwie ja heftig aus. Das kann man wohl sagen. Eine heftige Zauberelfe. Ihr Weichkuchen. Was auch immer es ist, du hast das passende Motiv für unser Squad-Emblem gefunden. Es kann ja also losgehen. Sicher, dass du zusehen willst? So eine Tätowierung ist nichts für sanfte Gemüter. Sanfte Gemüter? Ich glaub ja wohl, es hackt. Wie ehrlich mal. Sanfte Gemüter. Lotti, also wirklich. Was? Ich glaub's ja nicht. Ich habe mir schon mit heißen Nadeln in Körperteile gestochen von den... Natürlich wird er ohnmächtig. Was denn auch sonst? Schau an. Es war so langweilig, dass ich glatt eingeschlafen bin. Oder so ähnlich, ja. Hey, kein Zutritt für Zivilisten. Ich bin kein Zivilist. Ich gehöre zum Widerstand. Weswegen du mich nebenbei gesagt auch zum Tor begleiten wolltest. Tja, Pech gehabt. Ich habe neue Befehle. Ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Nun, ich habe hier eine Nachricht von vorderster Front. Ich muss ins Rebellenlager und zwar pronto. Dann sprich mit dem Major. Sie legt hier die Prioritäten fest. Ha, worauf du ein... Moment mal. Das ist doch kein Major. Das ist nur Toni. Du kennst Major T? Das ist meine Ex-Freundin. Major T. Ich sehe, sie hat sich nicht nur beruflich verbessert. Schön.
Tja. Und hier eine Brotdose. Ja, die nehmen wir doch mal mit. So, sonst noch irgendwas Interessantes? Kannst du jetzt Sergeant. Zum Tor kommen, um mich zu identifizieren? Komm schon. Nein, ich soll den Funk überwachen und eventuelle Nachrichten von der Front einholen. Aber wenn du dich beschweren, ich bin beschäftigt. Okay, okay. Dann gehen wir halt zum Major. Überraschung. Rufus, schön dich zu sehen. Ja, ja. Und deine Mutter riecht nach... Warte mal. Was ist es, mich zu sehen? Schön? Ja. Ich hatte schon Angst, dir sei etwas zugestoßen. Irgendwas ist anders. Hast du eine neue Frisur? Fast. Einen neuen Therapeuten. Oh. Ach, Rufus. Was tust du denn da? Ich. Naja. Bringe dich zur Weißglut. Mach ich doch, ne? Indem du am Funkgerät rumspielst. Aber nicht doch. Bedien dich ruhig. Verdammt. Wirklich? Na klar. Los geht's. Ich weiß nicht. Wenn man darf, macht's keinen Spaß. Schönes Ding. Toni. Ah, Rufus, setz dich doch. Sitz doch schon. Ich muss mit diesem neuen General sprechen. Kannst du mich durchs Tor bringen? Ich könnte, aber ich werde nicht. Ich muss erst meine Meditationsübung abschließen. Bitte was? So, ja. Ist das, du willst hier einfach nur rumsitzen? Möglicherweise leitet der Organon gerade jetzt die Sprengung des Planeten ein. Solange das letzte Hochboot noch am Aufstiegszoll vor Anker liegt? Unwahrscheinlich. Ja. Ach so. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Hm. Naja, du das stimmt. Auch noch, wenn sich die ganze Umgebung hier plötzlich in ein flammendes Fiasko verwandelt? Oh, das war aber unwahrscheinlich. Du meinst wie du damals, bei deinem Versuch, Blei in Blechblasinstrumente zu verwandeln? Das war erstens was anderes und zweitens hätte es funktioniert, wenn ich das hohe Fiss getroffen hätte. Ach, Rufus, entspann dich einfach. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat einen Plan. Oh, der General hat einen Plan. Na dann. Der General hat also einen Plan. Was soll denn das für ein Plan sein, so ganz ohne mich? Das ist geheim. Aber ich bin der Anführer. Du warst der Anführer. Oh, Menno. Wir haben jetzt einen neuen General. Das ist aber doof. Neuer General, neuer Schmeneral. Ihr habt ja nicht einmal mehr einen Krieg. Ich meine, wo ist die ganze Action? Die Explosionen, die Verstümmelten, die brennenden Häuschen. Wie gesagt, wir haben jetzt einen neuen General. Tja. Beim Widerstand scheint sich ja einiges geändert zu haben. Danke. Ehrlich mal. Kein Kompliment. Hier ist alles so... organisiert. Langweilig. Pupsig. Dröge. Pupsig finde ich gut. Nun, das liegt wohl daran, dass wir den Organon aus Porta Fisco vertrieben haben. Wir haben neues Equipment, neue Befehlsstrukturen. Wie bitte? Ich verstehe dich so schlecht. Ein mechanischer Bart rauscht. Mechanischer Bart, du hast okay. jetzt also einen neuen Therapeuten. Ja. Und er ist wirklich gut. Ich habe zum Beispiel nicht mehr diesen wiederkehrenden Albtraum, in dem mich das Gnu verfolgt, während sich um mich herum die Wände auflösen, bis schließlich das ganze Haus über mir zusammenstürzt. Ja, das war ein denkwürdiger Tag. Und du musst zugeben, dass die Pforte danach tatsächlich nie wieder gequietscht hat. What? Rufus, bitte. Was ist denn da schon wieder angestellt? Wie kannst du nur so ruhig da sitzen? Die Welt geht unter. Heißt das, du hast keinen deiner berühmten Pläne naja. Mehr auf Lager? Na, natürlich habe ich einen Plan. Aber dafür brauche ich... naja. Hilfe? Ein Mindestmaß an Unterstützung. Immerhin bin ich es, der euch hier die breitgesessenen Hinterteile rettet. Nun, vielen Dank dafür. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Nicht? Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Oder leicht entflammbar ist. Oder gelb. Ach, weißt du was? Fass am besten gar nichts an. Jo. Komm schon. Tod dem Organon und so. Ich weiß, du meinst es gut, aber ja. du brauchst uns nicht zu retten. Ich will Wir aber. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Ja, okay. Ich weiß schon, wie ich die alte Toni aus der Reserve locken kann. Gib dir keine Mühe. Du solltest mich wirklich besser kennen. Ich habe mir noch nie Mühe gegeben. Stimmt. Mich gibt es jetzt dreimal.
Okay, das ist wirklich besorgniserregend, wenn es nicht so vollkommen absurd wäre. Aber es stimmt. Ich habe mich geklont. Und ich glaube, wir hätten das gemerkt. Am Ascheregen oder ähnlichem. Mich gibt es wirklich dreimal. Langweilig. Ja. Ich bin von den Toten wieder auferstanden. Glückwunsch. Erschreckt dich das denn gar nicht? Ach, Rufus. Du hast dich so oft selbst in die Luft gesprengt. Angezündet, zersägt, von Büffelstampeden zertrampeln lassen. Da musst du schon mit einem neuen Trick aufwarten, um mich zu verblüffen. Wo sie recht hat. Weißt du noch, wie ich deine Mutter heimlich auf dem Klo fotografiert habe? Ja, aber ich habe nie verstanden, warum. Weil ich dir nie erzählt habe, dass ich die Fotos dem alten Schmierlappenbob verkauft habe. Ich musste natürlich noch einen Schlüpfer drauflegen, um mir das dicke Album leisten zu können. Du bist so ein... Hallo, Dre. Immer wieder für eine Überraschung gut. Da hatten wir es fast. Weißt du noch, wie ich Mr. Wuffel das Fliegen beibringen wollte? Ja, das weiß ich noch. Und ich entschuldige mich, falls ich damals unangemessen reagiert habe. Ich hatte weder meine Fäuste noch den Schlagring unter Kontrolle. Aber das Beste weißt du ja noch gar nicht. Eine Woche später hat es doch noch geklappt. Und die Geschichte, dass Mr. Wuffel von einem abstürzenden Wetterballon getroffen wurde, stimmt auch nur zur Hälfte. Was? So eine Erleichterung. Dann war meine Reaktion ja doch vollkommen angemessen. Ja, ne? Weißt du noch, wie ich die Urne deiner Großmutter als Puddingtopf verwendet habe? Ich bin mir sicher, du hattest deine Gründe. Ja, aber die Sache ist die, das war gar kein Pudding. Das ist doch mal endlich eine plausible Antwort auf die Frage, woher dieser Geruch kam. Danke für diese Offenbarung. Mich gibt es wirklich dreimal. Langweilig. Ach, ich geb's auf. Wirklich? Erinnere mich daran, dass ich meinem Therapeuten einen Obstkorb schicke. Tja. Komm schon, Toni, ich will doch nur ins Lager. Und ich sage, du hältst dich besser da raus. Wir haben hier alles im Griff. Na komm schon. Was hat es mit diesem geheimen Plan auf sich? Das ist geheim. Du erwartest doch nicht, dass ich das einfach so schlucke. Ich habe damals auch nicht erwartet, dass du den ganzen Liter Farbverdünner schluckst. Wo doch jeder weiß, dass das Zeug direkt das Gehirn angreift. Ja, das war cool. Ja, nee. Ich glaube immer noch, dass die alte Toni irgendwo da drin ist. Und ich weiß auch schon, wie ich sie da wieder rausbekomme. Gib dir keine Mühe. Okay. Tja. Das ist noch nicht vorbei. Was ist noch nicht vorbei? Na gut, es ist vorbei. Aber ich komme wieder. Keine Eile. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Ja. Gut. Was wäre das? Und hier am Spind ist sonst wirklich nichts weiter? Nee. Nur ein Cowboy-Dodo. Poster. Toll. Ey, ein Liegestuhl. Kann ich mir die Klappliege hier nehmen? Klar. Ich meine, klar. Brauchst du die Anleitung? Niemals. Ein Marine braucht keine Anleitung. Ein Marine. Dann eben nicht. Ja, ein Marine. Kann ich das Brecheisen haben? Na klar. Ich meine, ja klar, Kumpel. Nimm ruhig. Wozu brauchtest du das überhaupt? Als Schuhlöffel. Verstehe. Ja, das ist... Hey, Lotti, kannst du jetzt zum Tor kommen, um mich zu identifizieren? Nein, das geht jetzt nicht. Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist. Ja, aber so Hansen... Ich sagte... Nein! Blöd. Wenn man hier in der Brotdose sitzt. Na, dann wollen wir doch mal nachsehen, was Lotti da Schönes in ihrer Brotdose hat. Was ist denn das? Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Okay. Hormone, Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Okay. Ah, mein Zweitlieblingswerkzeug. Gleich nach der Abrissbirne. Jo. Wer hat nur diesen Schlafen kannst du, wenn du tot bist, Quatsch verbreitet? Also ich fand den Tod jetzt nicht besonders erholsam. Ich bleibe dabei. Es war eine Elfe. Ja, ne?
Es hat bereits einen Platz. Ein Platz in der Geschichte. Denn es war Teil meines Plans, die Welt zu retten. Okay. Gut, also ich sag mal, wahrscheinlich muss ich das sowieso runtergeben, deswegen gebe ich das einfach mal runter. Und wir gucken in der nächsten Folge weiter, was man da so Schönes mitmachen kann mit dem Zeug. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.